Name ist Oliver Müller. Ich sage jetzt das für alle, die zuschauen, weil wir kennen diese schon. Und ich habe einen Background in Kommunikation, mehrere Jahre. Seit aber 2-3 Jahren viel stärker auf Kollaboration ausgerichtet in Unternehmen, in Teams. Das macht mir total Spass. Es ist eine Arbeit, die sehr stark mit den einzelnen Menschen zu tun hat, mit ihren einstelligen Referenzen. Und also ist auch mit mir selber zu tun. Ja, habe ich eine schöne Reise hinter mir, letzte 2-3 Jahre. Es sind viele Personen aus Unternehmen, aber aus einem ganz unterschiedlichen, also ich sage jetzt mal, Background. Man hat teilweise Leute mit Teamführung dabei. Es sind aber sehr viele, die das einfach auch persönlich interessiert und ihre Unternehmung das einbringen. Wir starten dann viel auch mit der Kollaboration in der Organisation mit diesen Leuten, aber am Ende viele Leute sagen, oh, das hat mir ganz viel gebraucht für mein gesamtes Leben, für die Zusammenarbeit in der Familie oder im Verein oder mit meinen Freunden und Freundinnen. Von dem her ist es recht divers. Was ich manchmal auch erlebe, ist, die Leute, die jetzt so ganz, sagen wir mal, im Top-Management sind, da ist immer noch ein bisschen Widerstand, sich mit diesen Themen über sich selber auch auseinanderzusetzen. Da gibt es noch nicht so viel. Aber die haben ja auch sehr viel erreicht. Die haben ja auch sehr starke Positionen drin. Und irgendwie wollen vielleicht auch gar nicht wandeln oder sehen nicht ein, wieso. Weil sie machen ja einen guten Job und haben sie den Team geschafft. Und meine Meinung wäre, dass dort wäre ein riesen Hebel für Teams noch können, jetzt mal in dieser Sprache, produktiver anstellen. Aber es geht eigentlich mehr darum, um harmonischer und besser aufeinander Bezug nehmen und durch das auch diverser und mehr Meinungen können miteinander einbinden und durch das am Ende viel die tragfähigeren und besseren Lösungen auch miteinander für das Unternehmen. Also, von der Organisation her auch sehr breit. Ich sehe jetzt auch, ich arbeite jetzt mit einer Organisation zusammen, die heißt Euphoria. Und die sind auch da sehr stark vernetzt, ich sage jetzt mal im Sozial-NGO-Umfeld, Social Impact, Social Entrepreneurs, das sind so die Themen dort. Aber die Organisation arbeitet auch zusammen mit EWC, mit der Swisscom, mit dem Migros, mit Raiffeisen. Und bietet Trainingsformat an für so Teamprozesse, um besser miteinander zusammenarbeiten können. Wobei jedem Einzelnen wiederum anfängt. Bei seinen Präferenzen, bei seinen Defense-Mechanismen. Wir hocken genau im Kreis, ja. Das ist auch sehr schnell eine Anekdote dazu. Sehr witzig. Ich mache das auch in so stündigen Workshops oder Vorträgen. Ich mache eigentlich gar keine Vorträge. Wenn ich gefragt werde, um ein Thema vorbereiten, dann stelle ich das im Kreis auf und suche, was die Leute eigentlich mit in den Raum hineinbringen. Und meine Rolle ist dann nur noch, auf Englisch heisst es Facilitator, der Prozess, wie sich die Leute miteinander austauschen und verbinden und zu neuen Erkenntnissen kommen, dann schaue ich, dass die fließt, dass der läuft. Und ab und zu, so systemisch muss ich das ist wie ein soziales System in dieser Stunde. Und manchmal muss ich ein bisschen Anstoß geben, vielleicht, dass sich das in eine Richtung bewegt. Aber ich weiss nicht, in welche Richtung, dass ich das wirklich bewege. Ich habe eine Intention und ich habe eine Vermutung. Aber ob denn das so passiert, dass die Kontrolle entzieht sich mir. Und das ist mega schön, weil dann passieren Sachen, die du überhaupt nicht weißt. Und zurück zur Anekdote. Zweimal jetzt schon, wenn ich das so mache, in einem Setting, das so businessmäßig ist, kommen dann die Leute so rein, sehen den Raum und bleiben mal stehen. Und sehen den Kreis und denken so, oh mein Gott, das wird anstrengend. und meistens Männer sagen dann auch noch so, oh, das letzte Mal jetzt gerade, oh, heute ist Elternabend. Ja, oder was hat die letzte gesagt? Ja, genau so, du spürst mich halt. Es ist dann auch an mir, die Widerstände können irgendwie aufzunehmen und den Raum halt zu halten und die Leute einzuladen dann hier und sich mal darauf einzulassen. Und
am Ende mache ich dann auch eine Abschlussrunde. Und dort war dann für die meisten Leute das eine spezielle Erfahrung, die aber sehr positiv bewertet wird. Gerade letztens, als ich noch das gemacht habe, mit dem Mensch, der das auch organisiert hat, der hat auch die Offenheit gebraucht, weil ich ihm gesagt habe, lass mich das bitte experimentieren, ich würde das gerne machen. Hat er gesagt, das sei die beste Veranstaltung von allen. Weil die Leute halt verbindet miteinander. Während schon, es kommt irgendwie eine Resonanz auf, die nachher auch, wenn es fertig ist, die bleiben. Sie nehmen noch einen Kaffee miteinander und tauschen sich aus und fangen gerade von Kärtchen miteinander austauschen, weil sie wissen, ich habe von dir was aufgeschnappt. Ich habe dich als Mensch erlebt in dieser Runde. Und ich will in die Mitte hineinschaffen und nicht von mir nach vorne. Für mich ist immer auch ein Beispiel, so Kommunikation müssen betreiben. E-Mail als zentrales Mittel. Das bin immer ich, wo irgendwie wie, wenn die Leute in der Reihe hocken, habe ich immer die Rolle von vorne sein. Und dann muss ich ein E-Mail schicken und ich kann schon an 5 schicken, aber ich schicke es einfach an die 5. Und die sind, die müssen irgendetwas mit dem machen. Und ich will das nicht mehr. Ich will, dass die Leute im Kreis arbeiten, aber auch bei der Arbeit. Und darum zum Beispiel Slack finde ich viel besser. Das ist digitale Runde so abbildet. Und jeder schafft in die Mitte rein. Und was wir letztes Mal gemacht haben in dieser Runde, ist, wir haben am Boden unten ein Fadenkreuz aufgezogen, wo wir dann können Sachen reinordnen. Und alle haben wie ein Geschenk mitgenommen, haben ein bisschen Zeit genommen, was sie eigentlich hier drin geben in den Raum. Und jeder hat dann eine kurze Zeit für sich genommen, wenn er will, wenn er verpassen durfte, um das irgendwo vor Ort in diesem Fadenkreuz. Also wir haben wirklich wortwörtlich in die Mitte des Raums hineingearbeitet und das alles transparent gemacht. Und jeder durfte teilhaben und jeder war kompetent, um was hinein zu sagen. Und am Ende haben wir gesagt, was ist ja Wahnsinn, was für ein Wissen überhaupt schon in diesem Raum war, das ich nie hätte vermitteln können in dieser Stunde. Keine Chance. Die Diversität, die unterschiedlichen Meinungen. Und das flasht mich so Thema. Das finde ich mega schön. Ich kann das bei mir selber erleben. Es fängt bei mir an. Und es wird, also ich will das auch bei jedem Einzelnen machen. Und bei mir hat das auch so angefangen. Ich habe das in einem Kontext von einer Organisation, die ich dafür begleiten durfte, haben wir jetzt Scrum eingeführt. Wir haben Reinventing Organizations zusammen gelesen, das Buch von Lalu. Und haben uns versucht, als Gruppe auf den Weg zu begeben. Und ich war als Scrum Master für das Scrum Team zuständig, wo ich dann die Retros gestaltet habe. In dieser Art und Weise auch. Und ich habe nicht gewusst, wie das wird kommen. Aber in dem Moment habe ich auch gemerkt, wie die Augen bei anderen aufgehen und wie mir das Spass macht und wie sich die Zusammenarbeit verändert. Also ich habe das persönlich mega erlebt in dem Moment, wie das anders sein kann. Und jetzt wollte ich einfach nicht mehr anders arbeiten. Und ich habe genug lange anders gearbeitet. In dem Sinne, also ich habe ja Kommunikation gemacht. Marketing-Assistent, stellvertretender Marketing-Assistent. Marketingleiter, Mitglied von der Geschäftsleitung, Marketing- und Verkaufsleiter, Mitglied von der Geschäftsleitung. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Also klassische Karriereerfolge. Aber es hat immer irgendetwas gefällt. Ich habe es irgendwie, dann nicht mehr sagen, was sie zu tun haben. Da habe ich gar keine Lust auf das. Und ich habe gemerkt, da kommt gar nicht das zurück eigentlich. Und die hätten viel mehr zu bieten. Aber ich habe es gar nicht benennen zu dem Zeitpunkt. Ich habe einfach gemerkt, das ist es nicht. Und habe mich auf die Suche begeben, weiter. In dem Moment, als ich das dort erlebt habe, in dieser Retrospektive, in diesem Scrum-Setting, noch zwei, drei Mal, was das auslöst mit Menschen und was da in Teams abgeht und wie man die Zusammenarbeit einfach so gestaltet, dass viel mehr dabei rauskommt, viel kreativere Lösungen gefunden werden, es allen mega viel mehr Spass macht und man noch weniger Zeit braucht, um das alles zu erledigen, ja, es hat einfach keinen Grund mehr gegeben, um alles zu arbeiten. Das muss ich raustragen. Das unbedingt, dass man noch mehr Leute erleben. Ich meine, so muss ein bisschen aus dem Moloch Arbeit rauskommen. Und auch, das funktioniert am besten, wenn man gemeinsam etwas Gutes produziert, einen guten Beitrag leistet. So mal ein bisschen, vielleicht dann irgendwie etwas Positives zu bewegen in dieser Welt. Also, nicht die Welt verbessern, aber jeder hat so trotzdem seinen Sinn macht, seinen Sinn gibt. Jeden Tag aufzustehen, in eine Stunde arbeiten.
ich will noch bewusster in meine eigenen Muster und Mechanismen hineinsehen. Also, viel reisen. Es hat mir mega Spass gemacht, macht mir immer noch mega Spass. Die letzten zwei Jahre habe ich den Blick nach innen gewendet. Und da hast du auch noch mal eine Riesenwelt, ein Universum. Und das zu entdecken, die Zeit möchte ich mir gerne nehmen. Das ist ein Wunsch von mir. Ich möchte mich besser kennenlernen und durch das auch mich in der Welt können viel geschmeidiger bewegen. Und der Wunsch an die Welt sozusagen wäre halt, dass ich könnte die Rolle als Facilitator noch mehr ausführen. Ich würde gerne noch in tiefere Projekte integriert werden. Ich mache jetzt das, aber ich könnte noch mehr Sachen auch nicht mehr machen und noch mehr in das Neue hineingehen. Das ist auch ein Ziel und ein Wunsch für mich. Am besten denke ich so digital auf LinkedIn. Ich habe einen blöden Nachnamen. Aber wenn man sucht, wahrscheinlich Oliver Müller Euphoria, dann wird man mich finden. Und sonst mobile, meine Handynummer, darf ich dir das sagen? Wäre 076 4567 849.